Ich habe jetzt die Ehre, den nächsten Speaker anzukündigen. Und der nächste Speaker ist eine ganz, ganz besondere Persönlichkeit. Ist der Mo. Ich habe den Mo kennengelernt bei der One Idea letztes Jahr. Die haben wir bei uns im Büro durchgeführt. Und irgendwie kam der Mo mir schon bekannt vor. Ich konnte es aber nicht so richtig zuordnen. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, ich kenne den. Und als er mir dann erzählt hat, dass er über 1 Milliarde Impressionen an Werbeanzeigen geschaltet hat, war mir klar, okay, ich habe den wahrscheinlich schon mal irgendwo im Internet gesehen. 1 Milliarde Impressionen. Das heißt, 1/7 der gesamten Menschheit. Ja, das ist so die Liga, in denen der Mo da unterwegs ist. Und der Mo geht auf die Bühne. Ich denke, ich kenne den. Und er fängt an, seinen besten, also die One Idea ist, du trägst deinen besten Tipp vor. Und für den besten der besten Tipps gibt es danach einen Pokal. Und es ist nicht so einfach, diesen Pokal zu gewinnen. Weil da sind 25 Top-Unternehmer, die wirklich Plan haben von Online-Marketing. Und da kommen Tipps rüber. Jeder hat sich verpflichtet, da Stillschweigen zu bewahren, was da drüber los ist. Aber jedenfalls, Mo geht davor. Und das erste Mal, dass ich ihn live erlebe. Und der haut da wie mit einer Kalaschnikow Content raus, dass ich einfach nicht mehr hinterherkomme. Und das war so mein erster Eindruck. Und ich dachte, das ist echt krass, was der hier. Ja? So, kurze Zeit später, wer bekommt den Pokal? Der Mo. Und zwar mit hohem Abstand. Und wir haben uns dann abends ein bisschen beim Abendessen ausgetauscht und uns dann auch ein bisschen kennengelernt, uns auch gut angefreundet. Mo wurde dann Enterprise-Kunde, macht gefühlt alle 2 Wochen ein neues Enterprise-Upgrade. Und also es ist wirklich, es ist ein Unternehmer, dem ihr gut zuhören müsst, weil ihr den Mo nämlich auch nirgendwo sonst live erleben könnt. Der Mo, der ist keiner, der mal bei der Contra oder so auftritt, sondern das ist jemand, der eigentlich nur deshalb hier ist, würde ich denken, weil wir auch gut befreundet sind und er das mehr so als, vielleicht auch als Freundschaftsdienst irgendwo sieht, hier mal zu sprechen. Also Mo, ich habe noch keine richtige Ahnung, was du den Leuten heute hier erzählen wirst. Ich bin mir aber sicher, es wird richtig, richtig, richtig krachen. Und Mo, ich würde sagen, großen Applaus für den Mo und hau sie weg. Ja? Danke fürs Intro, danke. So, herzlich willkommen in Sofia. Wie der Mario gerade gesagt hat, ist es sehr, sehr selten, dass ich irgendwo spreche, auf irgendeiner Konferenz. Der Mario ist ein sehr guter Freund von mir, deshalb bin ich heute auch hier. Und was ich dir heute zeigen möchte, bei dieser Rede geht es einfach nur darum, dass du so schnell wie möglich Geld verdienst. Das ist mein einziger Fokus. Ich habe auch nicht irgendwie was zu verkaufen, ich mache das überhaupt nicht in dem Bereich, sondern ich habe mich bis jetzt immer auf meine eigenen Projekte konzentriert. Und was ich dir heute zeigen möchte, ist anhand von einer Klicktip-Fallstudie, die ich mit dem Mario gemeinsam die wir gemeinsam entwickelt haben, dass wir gesagt haben, okay, ich habe schon lange einen Clicktip-Account, das war eines meiner ersten Projekte im Internet, die bis heute 101.246 Euro pro Monat im Schnitt abwerfen. Es gibt viele Monate, die viel besser sind und die viel stärker sind, es gibt Monate, die schlechter sind, aber das Geniale daran ist, dass das Geld einfach extrem konstant und regelmäßig mit extrem wenig Aufwand reinkommt. Und bevor ich ganz genau verrate, wie wir das aufgebaut haben, denn das hier ist genial, wir haben das Ganze runtergebrochen in ein 10-Schritte-System, weil ich mir echt überlegt habe, okay, was sind wirklich die Sachen, die es mir erlaubt haben, so viel Geld praktisch aus dem Nichts von zu Hause aus zu produzieren? Und bei allen Millionen Euros, die wir im Internet verdient haben, habe ich mir überlegt, okay, wie kann ich das aufbrechen, wirklich in 10 einzelne Schritte, wo ich sage, das sind die Sachen, die wir immer und immer wieder machen. Und was ich deshalb heute machen werde, ist, dass ich eine Grafik vorstelle, die wir designt haben und die du dir später auch runterladen kannst, wo du ganz genau diese einzelnen Schritte siehst. Das heißt, wir gehen sie ganz genau gemeinsam durch. Und was wir noch machen werden, ist, dass wir eine Software entwickelt haben. Und diese Software ist ziemlich interessant, weil die habe ich noch nie irgendjemandem gezeigt. Und ehrlich gesagt habe ich die Software eigentlich nur für mich alleine entwickelt gehabt und sonst für niemanden. Das heißt, das ist eine absolute Premiere, dass es überhaupt jemand sieht. Und mein erster Impuls, als ich das Ding entwickelt habe, war einfach nur zu sagen, hey, okay, das kann ich einfach niemandem zeigen. Es ist zu gut, ehrlich gesagt. Und ich habe es dann dem Mario gezeigt, weil ich ihn kennengelernt habe auf privater, freundschaftlicher Ebene. Und ich bin bei Mario zu Hause im Wohnzimmer und ich sage ihm, schau mal, was wir für eine Software entwickelt haben.
haben. Und er schaut es an und sagt zu mir, hey Mo, das kannst du niemandem zeigen, das ist einfach zu gut. Und wir haben dann halt eine Weile geredet und hin und her diskutiert. Und dann haben wir uns dazu entschieden, dass wir es jetzt wahrscheinlich in ClickTip einbauen werden, was ziemlich irre ist. Das heißt, wir werden es da wahrscheinlich für jeden verfügbar machen, was extrem stark ist, weil es einfach sehr gut in einen dieser Schritte eingreift. Und bevor ich jetzt sage, wie wir das Ganze machen, es gibt diese Regel, wenn du Verkaufsseiten schreibst, wenn du generell verkaufst im Leben, ich bin sehr, sehr verkaufsorientiert, Direktmarketing-orientiert, wenn du etwas behauptest, dann belege es immer sofort und mach nie eine Behauptung größer als einen Beweis, denn ansonsten denken Menschen automatisch, ja, ich weiß nicht, ob das stimmt und so weiter. Deshalb zeige ich dir jetzt etwas, was ich noch nie überhaupt irgendjemandem gezeigt habe, nämlich ein geheimes Video, das ich eigentlich nur für eine Person aufgenommen hatte, dem ich zeigen wollte, dass es wirklich möglich ist, Geld im Internet zu verdienen. Wie gesagt, nicht mal meine Bekannten wissen irgendwie, was ich mache oder wie viel Geld ich verdiene. Aber dieses Monat ist für mich deshalb so wichtig, so emotional wichtig, weil ich in diesem Monat komplett krank war. Und du hörst gleich, wie ich wirklich eine belegte Stimme hatte. Das heißt, ich lag wirklich krank im Bett. Ich konnte überhaupt nicht arbeiten. Und du siehst halt, wie konstant und regelmäßig das Geld reinkommt und vor allem, wie sowas in der Praxis aussieht. Deshalb zeige ich jetzt mal kurz das Video. Hey, alles klar mit dir. Und zwar, ich zeige dir jetzt etwas, das ich normalerweise nicht mache. Und zwar, aber ich denke, an der Stelle muss es einfach sein. Und zwar, unser Bezahlanbieter ist micropayment.ch. Das heißt, das ist einer von mehreren Bezahlanbietern für uns, die halt Gelder online entgegennehmen von dem, was wir so verdienen. Und ich zeige dir jetzt mal so ein klassisches Monat. Ich habe mich jetzt da eingeloggt im Dashboard. Und das war, seitdem ist es nach oben gegangen. Also seitdem ist es nach aufwärts gegangen, aber nur so ein klassisches Monat. Und zwar 1.11.2016, du siehst ja 931 Euro Umsatz, am 2.11. 2.265,07 Euro Umsatz, 3.11. 1.126,19 Euro Umsatz. Hier zum Beispiel am 5.11.2016, das waren 3.417,9 Euro Umsatz. Weißt du, nur so. Und hier siehst du zum Beispiel, ja, zwar auch mal einen schlechten Tag, sowas gibt es auch. Und hier der Rekordtag, 26.11., das waren damals schon 11.842,7 Euro. Insgesamt 85.228,65 Euro. Und das war bitte nur November, seitdem ist es aufwärts gegangen. Und das war ohne PayPal, das war ohne Überweisungen, das war ohne Vorkasse. Das war wirklich nur einfach Geld, was wir rund um die Uhr im Internet verdient haben. Und das Geniale an der ganzen Sache ist, dass ich damals in der Zeit wirklich krank war. Ich war eine Woche weg, ich habe da vielleicht 2 bis 3 Stunden am Tag gearbeitet und ich zeige dir einfach nur, was da wirklich möglich ist. Das heißt, das Ganze hat wirklich Hand und Fuß und ich habe da vor Jahren angefangen und hatte im Prinzip vor mir einfach nur Google, sonst gar nichts. Und ich habe einfach das Ding einfach geknackt. Weißt du, ich habe einfach überlegt die ganze Zeit, wie kann ich das wirklich machen, dass ich diese Gelddruckmaschinen, diese passiven Gelddruckmaschinen im Internet online aufbaue, die mir ständig Geld im Prinzip aufs Bankkonto schicken. Weißt du, hier siehst du zum Beispiel da, 13.11.2016, Sonntag. Das ist ein Tag, an dem ich nicht mal gearbeitet habe. Ich habe da wochenlang nicht gearbeitet, aber 6.464,26 Euro und das wirklich nur mit digitalen Produkten. Nur im Prinzip, indem ich das Ganze online verdient habe. Und wie gesagt, ich mache das alles von zu Hause aus und genau das zeige ich dir auch. Also ich möchte nur, dass du wirklich siehst, dass das Ganze Hand und Fuß hat. Nur dieser eine Monat war 101.246 Euro sowas. Insgesamt mit allen anderen Zahlungen auch. Also über 100.000 Euro für einen Monat, wo ich nicht zum Wecker aufgestanden bin, einfach nur die passiven Gelddruckmaschinen, die ständig Geld auf dein Bankkonto drucken. Und genau das ist es, was ich für dich auch hinstellen möchte. Okay, was mich fasziniert an dem Ganzen ist, dass ich früher, ich habe als Battle Armor Student angefangen vor ungefähr 5, 6 Jahren. Das ist ein Projekt, das war das erste, was ich jemals gemacht habe im Dating-Bereich, wo ich auch unterwegs bin als Stefano Delano. Ich habe schon sehr lange nicht mehr an diesem Projekt gearbeitet, habe schon seit 1,5 Jahren keine Videos wirklich mehr gemacht in dem Bereich. Und was interessant ist an dem Ganzen, oder ich meine, wenn du es so sehen willst, wie ein paar Geheimnisse, die ich entdeckt habe, um das ganze Geld zu verdienen, ist, erstens mal, du musst dich überhaupt nicht mit Programmierung oder mit IT oder mit Technik auskennen. Ich bin so schlecht mit Programmierung, ich könnte bis heute nicht mal eine Farbe von einer Schrift auf meiner Webseite ändern. Ich weiß einfach nicht, wie es geht. Denn die Wahrheit ist, wenn du gut bist mit Coding, mit IT und all diesen Sachen, dann neigst du oft dazu, dich auf die falschen Dinge zu konzentrieren. Es dauert oft sogar länger, wenn du gut bist mit Programmierung, einfach deshalb, weil du dich halt nicht auf die Dinge konzentrierst, die wirklich Geld machen. Das Zweite ist, du brauchst da irgendwie nicht besonders viel Erfahrung, wenn ich das jemandem zeigen würde. Wie gesagt, ich mache sowas gar nicht. Aber wenn ich das jemandem zeigen würde, mir ist es lieber, wenn jemand weniger Erfahrung hat. Denn wenn du weniger Erfahrung hast, kannst du von Anfang an ganz genau die richtigen Dinge lernen, die halt kritisch sind und die relevant sind, damit du das Geld verdienst. Ich habe jetzt vor kurzem wem getroffen, der ein guter Freund von mir ist, die irre viel Umsatz gemacht haben. Ich glaube, 50 bis 100 Millionen Umsatz haben die gemacht online. Und er sagte zu mir, ich finde das immer sehr interessant, wenn du von Leuten lernst, die sehr, sehr erfolgreich sind. Und er meinte zu mir,
Die wichtigste Eigenschaft, die er hat, ist, wenn er irgendwo reingeht und er hat null Erfahrung mit etwas, dann weiß er zwar, dass es nicht kann, aber er weiß, dass er es rausfinden wird. Und das ist so ein großes Ding für mich. Du musst nicht Erfahrung haben, du musst nur sagen, okay, ich mache das Ganze jetzt und ziehe es einfach durch. Übrigens, ich weiß nicht, ob du das weißt, in einer der größten Erfolgsstudien, die jemals durchgeführt worden sind, wo man wirklich tausende von Erfolgsprinzipien analysiert hat, das Nummer eins Erfolgsprinzip, das es überhaupt auf der Welt gibt, ist, sich regelmäßig selbst zu Dingen zwingen zu können, von denen man weiß, dass man sie tun sollte, aber nicht tun möchte. Das war für mich ein Riesending. Deshalb, wenn ich dir jetzt diese 10 Schritte zeige, die machen alle Geld. Und es geht nicht darum, dass du das irgendwie nur privat machst, wenn du ein Unternehmen hast und du, wenn es dein Bar davon an, kannst du eine Menge Geld verdienen. Wenn du Consultant bist und du machst es für ein Unternehmen, kannst du ebenfalls eine Menge Geld verdienen, weil die meisten Firmen, die ich kenne, also 99% aller Firmen, nutzen diese Schritte gar nicht. Und da hast du halt irre großes Potenzial drin. Und das Beste an der ganzen Sache ist, dass ich es wirklich gemacht habe mit vielleicht 2 bis 3 Stunden Aufwand pro Tag. Es ist nicht so, dass ich da viel mehr arbeite. Ich habe am Anfang viel mehr gemacht. Das heißt, bis das Ganze gestanden ist, ich habe digitale Produkte entwickelt, verkaufe teilweise heute noch Produkte, die ich irgendwie vor 7 Jahren erstellt habe, was schon sehr, sehr lange her ist. Aber das Geniale daran ist, dass du dich halt nicht so sehr darum kümmern musst, dass das Ganze halt wirklich weiterläuft. Und nur um dir eine Perspektive zu geben, um dir zu zeigen, was für Ausmaße das hat. Wir haben zum Beispiel knapp 40 Millionen Views und Einblendungen und Impressionen und alles Mögliche. Ich zeige das hier mal kurz auf Vimeo. Das ist im Prinzip die Loads von dem Video, wie oft das angezeigt worden ist. Okay, ich habe mich hier jetzt kurz in unseren Vimeo-Account eingeloggt. Vimeo ist nichts anderes als ein Video-Hosting-Service, bei dem man einfach Videos hochladen kann, damit es die Leute halt ansehen können. Und du siehst hier schon, hier war ein irrer Spike. Also hier war wirklich, wirklich viel. Das war eine Zeit, wo wir sehr, sehr viel Werbung geschalten und auch eingekauft haben. Danach habe ich versucht, je weniger Werbung, desto besser, habe ich mir gedacht. Je weniger Werbung ich schalten muss, um gleich viel Geld zu verdienen und eben Gewinn nach Steuern rauszuholen, desto besser. Deshalb habe ich mich dann darauf konzentriert, wirklich die Werbeausgaben ganz massiv zu reduzieren. War auch eine Lernkurve für mich. Hier siehst du, wie oft das Ganze wirklich angezeigt worden ist. Ich meine, es ist wirklich total irre. Jänner 2014, hier 127.886 Mal. Oder hier total irre, März 2015, 2.036.618 Mal. Ich weiß nicht, warum die Zahl grün ist, aber wahrscheinlich einfach, weil es so viel ist. Ich habe keine Ahnung gerade. Aber hier insgesamt 25.091.388 Mal. Das ist wirklich eine Menge. Ja, es ist halt einfach eine Menge Traffic auf YouTube. Das ist übrigens mein Kanal. Also mit dem haben wir das verdient. Darum geht es ja auch, das ist Datingpsychologie. Ich glaube, ich muss da warten. Und hier auf YouTube, ich gehe jetzt mal auf den Kanal, auf diesen einen Kanal von Datingpsychologie auf YouTube, klicke auf Kanalinfo und du siehst es hier gleich selbst. 9.203.023 Aufrufe, das ist nur hier auf diesem einen YouTube-Kanal. Ja. Und wir haben jetzt auch keine Geschäftspartner oder sowas, das ist ziemlich interessant. Wir haben gar keine Affiliates in dem Bereich, wofür du eigentlich geschlagen gehörst, weil es so einfach ist, mit Affiliates einfach mehr Geld zu machen. Wir haben keine, ich teile das Ganze auch niemanden, es gibt niemanden bei uns, der irgendwie Traffic macht. Ich habe das immer selbst gemacht, obwohl ich eigentlich wirklich nicht viel Ahnung von Traffic habe, das zeige ich dir auch noch, wie wir das Ganze gemacht haben. Und deshalb ist es mir halt auch möglich, mit wenig Aufwand das Geld zu produzieren. Das Letzte, was ich dir noch zeigen möchte, ist da ein Screenshot aus dem AdWords-Account, nur damit du siehst, wie viele Impressionen wir damit hatten. Ich weiß, es gibt Leute, die sind sehr, sehr gut mit Traffic, hochspezialisiert drauf, die noch mehr schalten als wir. Ich habe das praktisch alleine gemacht, ohne irgendeine Werbeagentur, einfach nur mit, okay, steck da 1 Euro rein, da kommen 2 Euro raus, ohne dass ich irgendwie großen AdWords-Experte wäre oder sowas. Okay, ich habe mich jetzt hier kurz in mein AdWords-Konto eingeloggt. Ich bin hier in Berichte und jetzt klicke ich mal auf Startseite und hier siehst du schön, Sekunde, ich klicke das gerade mal weg. Hier siehst du schon, wie viele Impressionen, das heißt, wie viele Einblendungen wir bisher für unsere Werbungen hatten, wie oft unsere Werbeanzeigen wirklich anderen Menschen vorgeschlagen worden ist. 913.351.304 Mal. Eine knappe Milliarde Mal. Bei 100 Millionen, knapp 100 Millionen Menschen im deutschen Raum heißt es, jeder Mann, jede Frau, jedes Kind hat im Durchschnitt unsere Werbeanzeigen 10 Mal vorgeschlagen bekommen. Ja, und das ist nur ein Werbeaccount von diesem einen Projekt, das wir haben. Wir haben natürlich auch auf anderen Kanälen geschalten. Also nur damit du siehst, was das für Ausmaße hat. Und bevor wir jetzt gleich mit diesem 10-Schritte-System starten, wie das Ganze bei mir angefangen hat, ich war ja bis vor 5, 6 Jahren wirklich bettelarmer Student. Ich habe jeden Job gemacht, den du dir vorstellen kannst, von Burger King über McDonald's an der Kasse für 5,70 Euro, über als Kellner gearbeitet, wo ich es nie geschafft habe, das Wechselgeld zusammenzuzählen. Ich war in keinem Job wirklich kompatibel. Und ich habe dann angefangen, damals hatte ich diese Coaching-Firma neben meinem Doppelstudium Jura und Wirtschaftswissenschaften,
Freundschaften, die ich angefangen habe. Und ich hatte damals eine Coaching-Firma und ich höre dann von jemandem, der in Amerika mit Dating-Tipps 25 Millionen Dollar damals im Jahr verdient hat. Und ich dachte mir, wow, das ist unglaublich. Also das war für mich der ganz große Durchbruch im Kopf. Ich dachte mir, ist wirklich so viel Geld drin bei digitalen Produkten? Und es hat mich so fasziniert, weil es die ultimative Form ist von, du musst nicht mehr deine Zeit gegen Geld tauschen. Also bin ich nach Hause gegangen und habe damals so eine Verkaufsseite geschrieben und ich hatte gar kein Geld. Deshalb habe ich einen Vorverkauf gemacht von einer DVD und die DVD hätte damals 500 Euro kosten sollen. Wir haben diese kleine Coaching-Firma gehabt im Flirt-Bereich, haben die DVD rausgebracht und im ersten Monat haben wir damals 29 Stück verkauft. Das klingt nicht nach viel, aber das waren 14.500 Euro Umsatz im allerersten Monat, wo ich das jemals gesehen habe. Und da hat für mich alles geändert. Ich werde es niemals vergessen. Ich war wirklich auf meinem Bett. Ich sitze da und stelle die Verkaufsseite hoch und nach 30 Sekunden, wumm, kommt der erste Verkauf rein und ich kriege 500 Euro in meinem PayPal-Account. Das war mehr, als ich im letzten Monat verdient hatte bei meinem Kellnerjob und den anderen Jobs zusammen. Und da hat sich für mich halt einfach alles verändert. Und dann, als ich gedacht habe, dass es jetzt funktioniert, wie es so oft im Leben kommt, so wie der Mario vorher gesagt hat, oft, wenn es richtig gut läuft, dann gibt dir das Schicksal so einen richtigen Schlag ins Gesicht. Was dann passiert ist, dass ich gezwungen war, mein eigenes Unternehmen zu verlassen, weil ich es damals mit einem Partner gegründet hatte und wir waren einfach nicht kompatibel. Und ich habe ihn nicht rausbekommen. Das heißt, ich musste selbst aus meinem eigenen Unternehmen rausgehen. Und ich hatte dann wirklich gar nichts mehr. Das heißt, ich war Student, ich hatte kein Geld mehr, ich hatte keine Firma mehr, ich hatte gar nichts. Und ich werde das niemals vergessen, wirklich. Ich habe dann versucht, Geld zu organisieren, bin zur Bank gegangen und meine Freundin damals, die ich heute geheiratet habe, ich bin heute sehr, sehr glücklich verheiratet, meine Freundin damals, mit der ich zusammen war, die hat damals Vollzeit gearbeitet und ich gehe zur Bankberaterin und das war eine dieser Geschichten, die du einfach nicht vergisst als Unternehmer und ich frage sie damals um einen Rahmen von 500 Euro auf meinem Konto, nur damit ich ein paar Sachen zahlen kann und sie fragt mich, was ich beruflich mache und ich sage zu ihr, ja, gar nichts, ich versuche mich selbstständig zu machen, studiere nebenbei, dann sagt sie, ja, wie zahlst du denn deine Miete und ich sage, ja, meine Freundin bezahlt das und sie sieht mich an und sagt, ja, bequem. Und das hat mir einen richtig krassen Stich ins Herz gegeben, wirklich. Also das war wirklich heftig für mich. Und ich denke, gerade als Unternehmer brauchst du immer einen Grund, warum du etwas schaffen willst. Und zwar einen internen Grund in dir drin. Was ist der Grund, warum du was schaffen willst? Was ist deine brennende Motivation? Und das ist etwas, das die meisten Unternehmer gar nicht sagen. Oder die meisten Unternehmer geben das nicht zu, wie stark diese brennende Motivation in dir drin sein muss. Erstens, dass du es schaffst. Und zweitens, was du extern erreichen willst, was deine Lebensvision ist. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr Dr. Richard Bandler getroffen in London. Ich weiß nicht, wer den kennt, Dr. Richard Bandler. Kennt ihn hier jemand? Ja, NLP, der Gründer des NLP, neurolinguistisches Programmieren. Und ich habe mich mit ihm unterhalten über diese Sachen. Und er meinte zu mir, schau mal, ich habe eine Vision und meine Vision ist, dass NLP ewig leben wird, bis ich sterbe. Und mein Kollege, der Tony Robbins, mit dem er immer abhängt, der hatte eine eigene Vision und seine Vision war es, dass jeder Mensch auf dem Planeten den Namen Tony Robbins kennt. Und ich wette, es gibt niemanden hier drinnen, der Tony Robbins nicht kennt. Er meinte zu mir, du kannst in die Wüste gehen und da drüben irgendjemanden treffen auf einem Kamel mit einer Kalaschnikow und du kannst dir sicher sein, er kennt Tony Robbins. Und das war seine Vision. Deshalb ist es halt einfach so wichtig, dass du eine Vision hast, die dich vorantreibt, wenn du diese Dinge machst. Und was ich jetzt erzählen möchte, das ist, ich würde sagen, wir starten jetzt mit diesen 10 Schritten. Und zwar, was ich damals gemacht habe, ist, dass ich bin vor meinem Laptop gesessen, kein Geld, keine Erfahrung, gar nichts, klappe google.de auf und denke mir, okay, wie zur Hölle machst du jetzt einfach Geld? Praktisch aus dem Nichts. Und das war etwas, das mir wirklich viel, viel Zeit und Nerven gekostet hat, um das Ganze herauszufinden. Und wir starten jetzt mit dem ersten Schritt. Ah, das habe ich übersehen. Das ist übrigens dieses Foto von der One Idea Mastermind mit diesem Award, wo ich auch alle kennengelernt habe, die hier sind. Ich spreche heute erst zum dritten Mal überhaupt zum Thema Marketing. Da habe ich auch den Marcel kennengelernt, den Mario habe ich da kennengelernt auf der One Idea. Okay, der erste Schritt. Und zwar, wir haben das jetzt mal schnell designt. Und zwar der erste Schritt, finde die richtige Geschäftsidee. Das war für mich ein riesen Durchbruch im Kopf. Und ich denke, da sind ein paar richtig starke Lektionen drinnen, selbst wenn du bereits ein sehr erfolgreicher Unternehmer bist. Nämlich erstens, alles startet mit deinem Fokus als Unternehmer. Das heißt, wenn du dich, sagen wir mal, du fokussierst dich darauf, dich gesund zu ernähren. Was passiert? Du fängst an, dich gesünder zu ernähren, nicht wahr? Was passiert, wenn du dich darauf fokussierst, regelmäßig zu trainieren, deinen Körper zu stärken, ins Fitnesscenter zu gehen? Was passiert? Du gehst regelmäßig ins Fitnesscenter, du wirst fitter. Was passiert aber, wenn du dich darauf konzentrierst, Geld zu verdienen? Nichts. Du verdienst kein Geld. Und zwar deshalb, weil das der falsche Fokus ist. Der einzige Fokus, den du haben musst, ist, wie kann ich anderen Menschen helfen und ihr Leben besser machen. Denn, und das ist die größte Geldlektion, die ich jemals in meinem Leben gelernt habe, ohne Witz, also ich hätte alles dafür gegeben, dass mir das jemand einfach gesagt hätte, das gesamte Geld, das du jemals in deinem Leben verdienen kannst, kommt immer von anderen Menschen. Und sie geben es dir dafür, dass du etwas hast,
das sie bereits wollen und das sie durch dich schneller, einfacher und günstiger kriegen können. Das heißt, mit weniger Ressourcen an Zeit und Energie, was sie schon wollen, beziehungsweise um etwas zu vermeiden, das sie nicht wollen. Das heißt, es macht keinen Sinn, zu versuchen, denen etwas zu verkaufen, das sie nicht sowieso schon wollen. Wie oft machen wir als Unternehmer, ich weiß nicht, wie viele Unternehmer sitzen in diesem Raum, die wirklich ein Vollzeitunternehmer sind? Okay, also ungefähr die Hälfte. Wie oft machen wir als Unternehmer den Fehler, unseren Kunden etwas verkaufen zu wollen, wo sie nicht morgens aufstehen aus dem Bett und sich denken, hey, das will ich haben. So oft wird so viel Zeit und Energie verbrannt in etwas, von dem wir denken, dass sie es haben sollten, dass sie es brauchen, aber die Kunden wollen es einfach nicht. Und deshalb ist es so eine irre große Lektion für mich gewesen, immer zuerst zu fragen, okay, was willst du? Und danach zu sagen, wie kann ich es dir geben? Das ist übrigens auch ein genialer Punkt, um eine Menge Startkapital zu kriegen, falls du eine neue Idee hast für ein Business oder generell auch, wenn du ein Unternehmen hast und nicht ganz sicher bist, soll ich mein Geld da rein investieren? Das war für mich ein großer Durchbruch. Ich hatte kurz bevor ich mich selbstständig gemacht habe, hatte ich einen Investor an Bord. Und der meinte zu mir, also wir hatten schon alles unter Dach und Fach und der wollte mir damals 50.000 Euro Startkapital für mein Business geben und ist mir am Tag davor abgesprungen. Und damals war das halt richtig krass für mich und ich musste halt rausfinden, okay, wie kann ich jederzeit für meine Idee Startkapital organisieren? Und der größte Durchbruch, den ich jemals im Leben hatte damit, war, dass ich nur mehr Vorverkäufe mache. Ich mache nichts anderes mehr. Das heißt, ich habe jetzt vor kurzem den allerersten Workshop, glaube ich, gehalten seit über 5 Jahren. Ich habe seit 5, 6 Jahren, ich habe das gesamte Geld mit digitalen Produkten gemacht. Da muss ich nie das Haus verlassen, ich muss nie auf ein Seminar gehen, ich muss nie Events halten, ich muss keine Coachings geben, ich mache keine Workshops, es ist alles wirklich digitale Produkte bei uns gewesen immer. Und was ich gemacht habe letztes Jahr, das war ein einziger Workshop zum Thema Geld verdienen im Internet. Und ich habe nicht angefangen, den Workshop zu planen und zu erstellen und die Verkaufsseite zu erstellen. Nein, was ich gemacht habe ist, ich habe einfach meine besten Kunden angerufen und habe denen meine Idee gesagt. Ich habe gesagt, hey, ich habe diese Idee von einem Workshop, der geht 2, 3 Tage lang, der ist in der Schweiz, bei mir zu Hause, weil sonst müsste ich weit fahren, der ist in der Schweiz, bei mir zu Hause und das Ticket kostet 2000 Euro pro Person, bist du dabei oder nicht? Und die waren sofort dabei und dann habe ich eins verkauft und noch eins und noch eins und mein Ziel war, bei 25 Schluss zu machen. Und dann, als wir die 25 Tickets voll hatten, einfach nur, weil ich ein paar Leute durchgerufen haben, dann hatte ich die 50.000 Euro, 25 mal 2, natürlich hatte ich auch Kosten mit dem Workshop, aber dann hatten wir die 50.000 Euro und dann habe ich erst angefangen, den Workshop überhaupt zu planen. Ich meine, es ist so simpel, wenn du es hörst, aber die meisten Menschen machen es einfach nicht. Die kommen und machen, sagen, okay, ich will irgendwie ein Restaurant machen oder diese eine Website machen, dann ballern sie erstmal 6 Monate Zeit oder 12 Monate Zeit rein, 50 bis 100.000 Euro und dann kommen sie drauf, hey, das wollten die Leute eigentlich gar nicht haben. Also es sind einfach simple Dinge, aber es sind halt so Basics, von denen ich denke, dass sie wirklich wichtig sind. Ich habe hier noch ein kurzes Video, bei dem du halt sehen kannst, was Menschen generell wollen. Und zwar ist das der Google Keyword Planer. Wer kennt den nicht? Okay, anders. Wer kennt den Google Keyword Planer und weiß, was es ist und weiß, wie man den verwendet? Okay, also so ziemlich jeder. Ja, die meisten. Also ich spiele das Video jetzt kurz ab. Und zwar ist das nur ein Beispiel, um herauszufinden, was Leute wollen. Google sagt ja, nach was die Leute suchen. Wie gesagt, wir starten bei den Basics und dann ziehen wir an. Okay, hier bin ich zum Beispiel im Google Keyword Planer eingeloggt. Das heißt, hier kann ich wirklich sehen, nach welchen Suchbegriffen die Leute auf google.de und anderem suchen. Was ich hier mache, ist, ich habe mich hier eingeloggt. Das zeigen wir später noch, wie das geht. Und zwar gebe ich hier zum Beispiel mal ein, das Thema Körpersprache, einfach weil mich das Thema Körpersprache interessiert und ich herausfinden will, was die Leute für Worte verwenden, um sich hier bei dem Thema weiterzubilden oder mehr darüber zu erfahren. Ich klicke hier jetzt auf Ideen abrufen. Und was nun passiert ist, dass ich erstens mal sehe, Keyword-Ideen, Körpersprache, 12.100 durchschnittliche Suchanfragen pro Monat, also das ist eine ganze Menge. Und hier sieht man verschiedene Variationen davon, zum Beispiel nonverbale Kommunikation suchen 8.100 Leute pro Monat, Körpersprache lesen 1.000 Leute pro Monat, Körpersprache Mann verliebt 720 pro Monat, offensichtlich Frauen, die wissen wollen, woher sie oder woran sie erkennen können, ob ein Mann in sie verliebt ist. Ziemlich interessant, Mann verliebt, Signale, 320 Suchbegriffe. Das heißt, wir entdecken hier regelrecht eine neue Nische, nämlich Frauen, die Körpersprache von Männern entziffern wollen, um herauszufinden, wie sie über sie denken. Hier wieder, Körpersprache verliebter Männer, 390 Anfragen, Körpersprache eines verliebten Mannes, 260 Anfragen, Körpersprache verliebter Mann und so weiter. Und so sehen wir sehr, sehr schön, was gesucht wird und in welchem Ausmaße und in welchem Umfang. Ja, und immer wenn ich anfange, was Neues zu machen, dann frage ich halt einfach die Kunden ganz genau. Und erst wenn ich ihre Worte habe und weiß, ich formuliere es in ihren Worten und mache etwas, das sie haben wollen, das ihnen hilft, dann kommt das Ganze erst raus. Der zweite Schritt
Der zweite Schritt ist, erstelle deine Kundenmagneten. Das ist etwas, von dem ich nicht verstehe, dass es irgendjemanden gibt, der das nicht macht. Also ganz im Ernst, da ist so viel Geld drin und die Sachen klingen so simpel. Und zwar, was sind Kundenmagneten? Kundenmagneten sind nichts anderes, als dass du einfach hochwertige Videos mit qualitativen Inhalten für deine Zielgruppe erstellst. Ansonsten gar nichts. Okay? Das heißt, du machst es einfach regelmäßig, stellst sie ins Internet und ich kann dir nicht in Worte fassen, wie viel Vertrauen, wie viel Proof das Ganze aufbaut, wie einfach du damit Kunden kriegst, wenn du das machst. Du kannst das für alles machen, egal was du verkaufen willst. Egal, ob du Klicktip verkaufen willst, ob du irgendwie in deinem Unternehmen ein Produkt verkaufen willst. Werde wirklich, fang an, diese Kundenmagneten zu erstellen. Und was ich draufgekommen bin, ist, dass Kundenmagneten eine Reihe von ganz bestimmten Eigenschaften haben, damit sie wirklich gut funktionieren. Für mich sind das nichts anderes als wirklich, weißt du, du kannst dir vorstellen, wie so deine Verkaufsarmee, die ununterbrochen für dich verkauft. Die sind ein Asset. Ich habe hunderte Videos damals erstellt im Dating-Bereich und noch heute schauen die Leute alle Videos, schauen hunderte Videos von mir, sagen, die sind der Hammer und dann kommen sie und kaufen und ich muss dafür nicht mehr mit jedem Einzelnen sprechen. Das heißt, ich denke generell nur in Assets, in Sachen, die für mich verkaufen. Ich gebe hier ein klassisches Beispiel von einem Kundenmagneten, den wir im Dating-Bereich aufgebaut haben. Okay, ich bin hier auf YouTube und hier ein klassisches Beispiel für einen unserer Kundenmagneten, die uns über die Jahre hinweg wirklich Hunderttausende von Euros gebracht haben. Und zwar dieses Video hier, Frauen ansprechen, die 6 tödlichsten Fehler, die Männer dabei machen, hier von meinem Kanal datingpsychologie.com, 334.154 Aufrufe. Also das ist wirklich eine ganze, ganze Menge. Du musst dir vorstellen, das Video hat deshalb so viele Aufrufe, weil wir sie schlicht und einfach eingekauft haben. Es lädt jetzt gerade. Und zwar haben wir das deshalb gemacht, weil jeder Euro, den wir reingesteckt haben, haben wir teilweise doppelt und dreifach noch am selben Tag am Anfang, das war richtig heftig, zurückbekommen. Und das einfach nur, weil dieses Video psychologisch so stark aufgebaut war, weil dieser Kundenmagnet so effektiv war. Und das ist eine absolute Gelddruckmaschine, die wirklich auf Autopilot die ganze Zeit immer noch Geld bringt. Und du siehst hier, es sind nur 6 Minuten und 34 Sekunden. Es muss nicht lang sein, es muss nicht kompliziert sein. Und der Grund, warum das Ganze hier wirklich so ein Blockbuster war, ist, weil wir damals herausgefunden haben, über die Jahre hinweg, nachdem wir hunderte dieser Kundenmagneten erstellt haben, dass erfolgreiche Kundenmagneten wirklich eine ganze Reihe von verschiedenen psychologischen Faktoren beinhalten. Es sind 20, 30, 40 psychologische Faktoren, die man einbauen kann. Und hier haben wir eine Menge davon eingebaut. Es sind längst nicht alle, aber deshalb war das Ganze auch so irre, irre erfolgreich. Und du siehst hier, was ich sehr interessant finde, ist, du siehst hier 1830 Likes und 944 Dislikes, eigentlich eine fürchterliche Statistik, denn die meisten Videos von uns auf unserem Kanal haben zum Beispiel 150 Likes und 0 Dislikes oder 1 Dislike, weil die Inhalte einfach großartig sind. Die Sache ist hier die aber, dass wir das Video so vielen Menschen einfach gezeigt haben. Ich meine, wir haben es noch viel mehr Menschen gezeigt, als die das dann tatsächlich gesehen haben. Ja. Zwei Sachen zu Kundenmagneten, die ich gelernt habe. Man könnte eine Menge darüber sagen, wie man diese Videos strategisch aufbaut, sodass sie wirklich Geld machen. Das erste ist, du musst immer da anfangen, ganz großes Learning von mir, wo der Kunde im Kopf steht. Das heißt, dein Kunde steht im Kopf oft noch nicht bei deinem Produkt oder bei deiner Dienstleistung. Wenn du zum Beispiel einem Kunden, sagen wir mal, du willst ihm Klicktip verkaufen, der Kunde wacht nicht in der Früh auf und denkt sich, oh mein Gott, ich brauche Klicktip. Er weiß nicht mal, was Klicktip ist in dem Moment. Aber das, was er glaubt, dass er braucht in dem Moment, ist zum Beispiel, verdammt, ich will mehr Umsatz machen. Oder meine Kosten sind zu hoch. Das ist das, wo er aufwacht. Das bedeutet, du musst den Anfang des Videos in seinen Worten formulieren und es genau so aussprechen, wie er es zu sich selbst sagen würde. Beim Verkaufstexteschreiben gibt es diese Formulierung, wo es heißt, betritt die Konversation, die dein perfekter Kunde bereits in seinem Kopf führt. Das ist die Art und Weise, wie du so ein Video anfangen willst. Nur mal als einen schnellen Tipp. Es gibt hier, wie gesagt, sehr, sehr viel, was man dazu sagen könnte. Das nächste, und jetzt stelle ich dir gerade dieses Tool vor, das wir programmiert haben, das ist der Hammer. Und zwar, ich habe mir ewig lange überlegt, okay, was sage ich in diesen Videos? Ich meine, das war wirklich mein größtes Problem. Was sind die besten Inhalte, die ich rausgeben kann, damit ich von Anfang an weiß, dass meine Kunden diese Inhalte lieben werden. Denn wenn du das wüsstest, dann könntest du einfach die Videos drehen, du wärst immer der Experte in ihrem Kopf und die Frage ist, wie machst du das Ganze? Und was ich früher immer gemacht habe, war, dass ich ewig lange Recherche gemacht habe nach den besten Inhalten, bis ich entdeckt habe, hey, wenn ich mich eh schon ewig lang weiterbilde, wie kann ich einfach schneller die besten Inhalte auf dem Planeten finden, die ich jetzt in mein Video backen kann und das Ganze so schnell wie möglich. Und herausgekommen ist eben dieses Tool. Okay, sagen wir mal, wir wollen Menschen dabei helfen, ihr Selbstbewusstsein zu steigern. Also geben wir das wieder ein bei Google AdWords in diesen Keyword-Planer, der uns sagt, wie viele Leute danach jedes Monat suchen. Und wir kommen drauf, wir haben durchschnittliche Suchanfragen pro Monat, 18.100. Und hier sind die ganzen Variationen davon, Selbstbewusstsein aufbauen, 1.600, Selbstbewusstsein trainieren, 880, Selbstwertgefühl stärken, 2.900 Leute, die das suchen jedes Monat. Also wirklich eine Menge. Was wir dann machen, ist, dass wir auf YouTube gehen
Und dann geben wir den Begriff einfach auf Englisch ein. Self-Confidence oder eben Self-Confidence-Tipps. Das war's. Und was wir jetzt nun finden werden, sind die ganzen Videos, von denen YouTube denkt, basierend auf einem wirklich komplexen Algorithmus aus hunderten Faktoren, dass das die besten Videos sind. Und wenn ich das erste jetzt zum Beispiel anklicke, oder ich klicke jetzt hier eines zum Beispiel an von Brian Tracy, einem bekannten Motivationsredner, der wirklich weltweit bekannt ist, und ich klicke jetzt da drauf, und was jetzt passiert ist, Sekunde, ich stoppe das Ganze jetzt kurz. Was jetzt passiert ist, hier, drei Tipps, um das Selbstbewusstsein deiner Kinder zu steigern. Und was wirklich interessant ist, ist, dass wir hier sehen, wie viele Aufrufe das Video hat. 28.151 Aufrufe. Es hat 982 gefällt mir und nur 8 gefällt mir nicht. Das bedeutet, das ist eine sehr, sehr starke und interessante Statistik. Und was du jetzt normalerweise machen würdest, wenn du jetzt sagen würdest, okay, ich will wirklich die besten Inhalte weltweit zu diesem Thema finden, wäre jetzt, dass du das Ganze rausschreibst. Das heißt, du würdest jetzt die URL notieren, dann würdest du daneben in einer Spalte notieren, wie viele Aufrufe das Ganze hat. Du würdest notieren, wie viele Likes das Ganze hat, also wie viel gefällt mir, wie viele Dislikes dieses Video hat, also wie viel nicht gefällt mir. Und dann würdest du im Prinzip die Relation ausrechnen und sagen, okay, dieses Video hat pro View so viele Likes und so könntest du die Videos miteinander vergleichen. Und das ist wirklich das, was ich jahrelang gemacht habe, wenn ich wirklich die allerbesten Inhalte finden wollte. Und das kannst du jetzt im Prinzip wirklich mit jedem einzelnen dieser Videos machen. Das heißt, du könntest jetzt raufgehen auf dieses erste Video, dann schaust du es dir an und dann siehst du hier 885.476 Views, so viele Leute haben es gesehen, 8.305 Leute haben ein Gefällt mir gegeben, 201 Menschen haben ein Gefällt mir nicht gegeben. Das schreibst du jetzt wieder in deine Tabelle und so kannst du jetzt vergleichen und indem du dieses Verhältnis ausrechnest von Views zu Likes, kannst du sagen, wie gut dieses Video im Vergleich zu den anderen Videos ist. Und das könntest du jetzt theoretisch mit jedem einzelnen dieser Videos machen, nämlich mit den Top 30 Videos. Alle rausschreiben, die URL notieren, die Views notieren, die Likes notieren, die Dislikes notieren, das Verhältnis ausrechnen und das Ganze sortieren lassen. Und damit du dir aber diese komplette Arbeit ersparen kannst, haben wir dieses wirklich irre Tool programmiert, das ich jahrelang alleine verwendet habe. Und zwar folgendes. Ich logge mich jetzt mal in dieses Dashboard ein und das ist jetzt noch die Beta-Version. Das heißt, wir arbeiten noch am Design und an weiteren Funktionen, die in Zukunft dazukommen, wirklich der Hammer sind. Aber das hier reicht mal, um dir zu zeigen, wie mächtig das Ganze ist. Und wir haben das so programmiert, dass es wirklich das Ganze hier durchsucht. Das heißt, was ich jetzt mache, ist ziemlich simpel. Ich gebe einfach diesen Begriff, zu dem ich den besten Inhalt finden will, auf Englisch, einfach in dieses Tool ein. Einfügen. Klicke jetzt auf Search, also Suchen. Und jetzt durchsucht es mir YouTube nach den besten Videos zu diesem Begriff, was total irre ist. Du siehst ja, wann er es erstellt hat, du siehst das Datum, du siehst den Kanalnamen, du siehst, wie lang das Video geht, du siehst die Views, du siehst die Likes, du siehst die Dislikes und das Allerbeste daran ist, du siehst auch noch in Prozent dieses Verhältnis, das ich gesagt habe, dass du sonst bei Hand ausrechnen müsstest und du siehst, wie viele Likes auf 1000 Views dieses Video hat und du siehst sogar, wie viele Kommentare es generiert hat, dieses Video. Also das ist wirklich der Hammer. Und was du nun machen kannst, ist, dass du wirklich mit einem einzigen Klick durchsortierst nach den allerbesten Inhalten auf YouTube zu diesem kompletten Thema, was total irre ist. Ich klicke einfach einmal auf diesen Button und was ich jetzt habe, und wie gesagt, das habe ich wirklich jahrelang alleine verwendet, du siehst hier 106, das heißt 106 auf jede 1000 Leute, die das Video sehen, haben 106 diesem Video einen Daumen hoch gegeben. Das ist eine verdammt hohe Quote und du siehst hier schon einen Link komplett für dich serviert. Du musst nichts mehr durchsuchen, du musst nichts mehr machen. Es waren jetzt wirklich nur 2 Klicks oder so. Hier 90, 82, 62, das sind alles Hammer-Sachen. Also alles über 15 sind normalerweise Hammer-Inhalte und da lernst du eine ganze Menge. Und was du jetzt machen würdest, ist, dass du dir die Videos anschaust. Aber falls du auch keine Lust auf das hast, wenn du sagst, hey, ich will nicht mal diese Videos schauen, es dauert mir zu lange einfach, warum sollte ich da 3,5 Minuten meines Lebens verschwenden auf so arme Inhalte. Was ich deshalb programmiert habe, ist einfach, um noch mehr Zeit zu sparen, du siehst hier jetzt gerade die Top 50, du kannst auch die Top 30 oder so sortieren. Ich habe einen Copy-Button eingebaut und du kannst hier mit einem einzigen Klick, wumm, und es spuckt dir alle URLs aus von den Videos perfekt sortiert. Und was du jetzt machst, ist, dass du zu einem Service weitergehst, der sich RevCom nennt, den ich ebenfalls jahrelang verwendet habe. Und was ich da drüben mache, und es gibt hier viele ähnliche Services, ist, dass ich schlicht und einfach diese URLs mit einem Klick reinkopiere. Und das ist nichts anderes als ein Service, der dir Transkripte erstellt. Das heißt, die nehmen die Videos und schreiben die für dich Wort für Wort ab, sodass du sie nur mehr überfliegen musst und die besten Inhalte auf dem Planeten auf dem Silbertablett serviert kriegst. Ich klicke einfach nur auf Hinzufügen. Das war ein einziger Klick und jetzt erstellt. Ja, das war's. Ich meine, danke.
Ich hoffe, du siehst, wie mächtig das Ganze ist, weil du musst dir vorstellen, was du da für ein Leader in deinem Bereich bist, wenn du immer die besten Inhalte hast. Es ist irre. Und das Krasse an der ganzen Sache ist, also es geht hier nicht darum, bitte nur, dass das jetzt klar ist, es geht hier nicht darum, irgendwie Inhalte von wem anderen zu nehmen. Aber ich meine, es gibt nichts, dass wir wissen, dass wir nicht von wem anderen gelernt haben. Das heißt, was ich mache ist, ich schaue mir diese ganzen Sachen durch und ich lese mir wirklich die besten Inhalte in meinem Bereich durch und kombiniere dann zusammen mit meiner eigenen Erfahrung das, wo ich sage, das ist das Beste vom Besten, das meine Kunden am meisten interessiert. Und als ich das gemacht habe, war jedes Video einfach wumm, Blockbuster, Blockbuster, Blockbuster. Einfach, und deshalb baut es auch so irre viel Vertrauen und Proof und Trust auf. Ein starkes Konzept noch, das ich gelernt habe, wenn du diese Videos erstellst, beziehungsweise wenn du diese Kundenmagneten erstellst, ist, dass du dir überlegst, das ist ganz ein großes Ding, was machen meine Kunden in dem Moment, bevor sie bei mir kaufen? Ich traue mich zu wetten, 99% der Unternehmer wissen das nicht einmal und das ist Hammer, um die richtigen Kunden zu finden. Hast du dich schon mal gefragt, falls du irgendetwas verkaufst, wenn du alle deine Kunden fragst, deine Top 100 Kunden fragst, was habt ihr gemacht, was hat euch dazu gebracht, welches externe Event in deinem Leben, das objektiv messbar ist, ist eingetreten, damit du heute zu mir kommst und mir dein Geld gibst? Das ist irre, was du da lernst. Du musst dir vorstellen, ich habe das mit dem Dating-Bereich habe ich sehr, sehr lange gemacht. Wir haben die besten Produkte weltweit im Dating-Bereich im Moment. Und als ich angefangen habe, meine Kunden einfach nur zu fragen, was ist bei dir passiert, dass du heute zu mir kommst, dass du jetzt sagst, okay, ich will jetzt einfach lernen, wie ich besser mit Frauen werde oder wie ich selbstbewusster werde oder ich will mehr über die weibliche Psychologie erfahren oder an meinem Charakter arbeiten. Und ich wusste das gar nicht, jahrelang nicht. Und dann, als ich diese eine Frage gestellt habe, habe ich gemerkt, dass 80-90% der Kunden dieselbe Antwort gegeben haben. Hat mich fasziniert, ohne Ende. Und die sagten zu mir, ich bin verlassen worden. Wumm. Und in dem Moment hat es Sinn gemacht bei mir im Kopf, warum die Ex-Zurücknische im deutschen Raum zum Beispiel so irre groß ist. Der Typ wird verlassen und da in dem Moment natürlich keine andere Perspektive vor sich hat als halt seine Ex-Freundin, will er halt die zurück. Also geht auf google.de, gibt ein Ex zurück und so kommt er auf mich. Deshalb ist auch sie hat mich verlassen so eine riesen Nische im deutschen Raum. Und diese Sachen musst du wissen, wenn du ein Unternehmen hast. Das heißt, du musst deine besten Kunden fragen, wieso bist du heute gekommen? Und ist mir egal, ob du plastischer Chirurg bist oder so oder was auch immer du machst. Frag deine Kunden, was hat dich heute dazu gebracht, zu mir zu kommen? Und du wirst Sachen entdecken, die du niemals für möglich gehalten hättest. Und du wirst vor allem lernen, wo du deine besten Kunden strategisch finden kannst. Ganz, ganz ein großer Insight. Dann der nächste Schritt. Hol dir klitzekleine Traffic-Ströme und zwar und dreh danach erst hoch. Was wir gemacht haben ist, ich bin überhaupt kein Fan davon, gleich am Anfang eine Menge Geld irgendwie in Pay-per-Click zu schmeißen, vor allem deshalb, weil ich mich nie damit wirklich ausgekannt habe. Und deswegen, was ich gemacht habe, war, ich habe mich einfach hochgradig darauf spezialisiert, zu schauen, nach was suchen meine Leute bereits, was sind die besten Inhalte, die ich ihnen stellen kann und kann ich damit bereits Geld machen? Denn wenn du nicht Geld machst mit jemandem, der genau nach diesen Inhalten sucht, warum solltest du so viel Geld verbrennen im Prinzip auf etwas, das sowieso kein Geld macht? Es macht keinen Sinn. Erst als ich gesehen habe, und zwar kostenlos, dass die Leute die Inhalte mögen, dass ich viele Likes bekomme, dass ich Geld damit verdiene, einfach, dass das Ganze schon Geld produziert, erst dann habe ich angefangen, mehr Geld in Werbung reinzustecken. Und die erste 250.000 oder so, die habe ich damals alleine reingesteckt, bevor wir überhaupt eine Agentur reingeholt haben. Und das Geniale ist bei dem Unternehmen, wie wir es aufgebaut haben, wir haben so eine niedrige Quote an Ausgaben für Werbekosten, die sind praktisch nicht, also es ist praktisch wirklich nicht vorhanden. Wir haben noch nie überhaupt mehr als 15-19% ausgegeben von unserem Umsatz für Werbung. Und das war praktisch das Höchste, was wir gemacht haben, einfach nur, weil das Ganze so gut konvertiert, weil ich war immer darauf spezialisiert, wirklich den Kunden so gut wie möglich zu verstehen, tief in die Verkaufspsychologie zu gehen und aus jedem einzelnen Kunden, das ist für mich nicht irgendwie eine E-Mail-Adresse, das ist ein Mensch mit einem Herzen, der halt auf der anderen Seite des Computers sitzt, aus dem im Prinzip am meisten rauszuholen, indem ich ihm am meisten helfe. Und das war mein persönlicher Fokus, wie ich halt alles angegangen bin, was ich bisher gemacht habe. Biete unwiderstehliche Geschenke an. Ich meine, das sind so klassische Online-Marketing-Sachen, die siehst du immer wieder. Und wenn du dir dieses 10-Schritte-System, übrigens, wenn du dir SMS mit deiner E-Mail-Adresse an diese Nummer schickst, dann kannst du die Grafik herunterladen, nur falls du sie später haben willst, mit der kompletten Grafik, mit den 10 Schritten. Und das hier ist so wertvoll, weil die meisten Unternehmen machen das nicht, dass sie einfach ein unwiderstehliches Geschenk anbieten. Nenn gratis Report auf der Seite. Ich glaube es nicht, wie viele Webseiten ich im Internet sehe, wo einfach diese Basics nicht drauf sind. Wenn du das nicht hast, dann lässt du so viel Geld auf dem Tisch liegen, einfach nur, weil du
du überlegst, okay, was könnte ich den Leuten jetzt gratis auf meiner Website anbieten? Die Top 10, was immer sehr gut funktioniert, sind zum Beispiel die Top 10 tödlichsten Fehler bei der Wahl deines Chirurgen, die Top 10 tödlichsten Fehler bei der Wahl deines Immobilienmaklers, was auch immer. Und damit kannst du im Prinzip deine Leute ausbilden, Vertrauen aufbauen, du bekommst die Kontaktdaten von ihnen, also du musst so ein unwiderstehliches Geschenk auf der Seite haben, wirklich so wichtig. Dann das nächste, hier ein Beispiel. Wie ich das zum Beispiel gemacht habe mit diesen unwiderstehlichen Geschenken, einfach nur damit du siehst, dass ich die Dinge halt auch, wie ich das Ganze umsetze in der Praxis. Okay, hier ein Beispiel für eines dieser unwiderstehlichen Geschenke, die du rausgeben kannst. Hier bei mir zum Beispiel, um wieder zurückzukommen auf das Video mit den 6 tödlichsten Fehlern, die Männer beim Ansprechen von Frauen machen. Hier ist mein Geschenk, das ich gewählt habe, 3 Eisbrecher, mit denen du Frauen in jeder Situation ansprechen kannst, ohne einen Korb zu riskieren. Und das habe ich deshalb gewählt, weil klar ist, dass jeder, der dieses Video schaut, der wissen will, was sind die Fehler, die ich dabei mache, wenn ich eine Frau anspreche, dass der natürlich, ich meine, es liegt auf der Hand, dass er auch wissen will, wie kann ich denn eine Frau ansprechen? Und weil ich einfach den Markt kenne und weil ich den Kunden kenne, weiß ich, dass die meisten Männer davor Angst haben, einen Korb zu riskieren, wenn sie eine Frau ansprechen. Deshalb war dieses Gratisgeschenk so irre effektiv. Ein weiteres Beispiel dafür, wie ich das gerne mache, ist, ich überroll die Leute gerne regelrecht einfach mit Gratisgeschenken, einfach nur, weil ich es gerne mache und weil ich gerne Menschen helfe. Und was du hier zum Beispiel siehst, das war eine Seite, die wir sehr, sehr lange online gehabt haben und die sehr, sehr gut funktioniert hat, war zum Beispiel, dass man sagt, okay, das ist mein erstes Geschenk und über die Jahre habe ich sehr viele verschiedene Geschenke erstellt für die verschiedenen Videos und irgendwann dachte ich mir, hey, pack einfach alle auf eine Seite und du brauchst ja nicht viele, also die meisten verwenden nur eines, aber ich mache das Ganze gerne immer so, weil ich den Leuten einfach so viel wie möglich wirklich helfen will. Und zwar hier Geschenk Nummer 1 zum Beispiel, was war dieser Gratis-Report, wie du so gut wie jede Frau ins Bett und in eine Beziehung kriegst. Hammer Inhalt, jeder, der den gelesen hat, hat gesagt, hey, Hammer. Oder das hier, wir haben hier eine eigene Grafik designen lassen, 36 Fragen fürs erste Date, die Frauen verlieren. Den nicht machen. Die sind übrigens basierend auf einer wissenschaftlichen Studie, die vom Psychologen durchgeführt worden ist und die ist wirklich absolut faszinierend. Das ist wirklich sehr, sehr interessantes Material. Ich habe das vielen Frauen gezeigt, die gesagt haben, hey, das ist wirklich der Hammer. Oder hier zum Beispiel 4 Flirtspiele, die simple Textnachrichten in erste Dates, Affären und Beziehungen verwandeln. Und zwar und du siehst schon, der Punkt ist, es muss deinen Markt interessieren, was du anbietest. Und du musst halt einfach rausfinden, was interessiert die Leute. Und je unwiderstehlicher dieses Geschenk ist, desto mehr Leads kriegst du, desto mehr kommen die Kunden einfach zu dir und es ist wichtig, dass das Ding wirklich hochwertig ist, denn das ist der erste Schritt, das ist diese erste Transaktion, die du mit einem Kunden machst. Das heißt, was ich gemacht habe, ist, ich habe das mit Absicht eine Menge Frauen diese Dinge lesen lassen und erst als sogar Frauen zu mir gesagt haben, hey, das ist der Hammer, erst dann habe ich das überhaupt veröffentlicht und auch Männern gezeigt. Eine Sache, die ich jetzt zum Beispiel mit Mario entwickelt habe oder die wir jetzt bald planen, das war zum Beispiel, dass wir so Ideen hatten, dass du sowas machst wie die Top 3 der effektivsten E-Mail-Strategien, basierend auf über 1 Milliarde E-Mails, die jemals bei Clicktip rausgegangen sind, zusammengefasst in einem einmaligen Report, wirklich einen Blick hinter die Kulissen. Ich meine, als ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, als ich die Idee hatte, habe ich mir gedacht, hey, dafür würde ich wirklich Geld ausgeben, wenn mir der Mario das sagen würde. Und ich habe ihm dann gesagt, hey, ich komme, okay, ich spreche, aber ich will auch diesen Report haben und den erstellen wir jetzt bald zusammen. Und das ist halt genial. Ich meine, und wenn er auch noch gratis ist, wie kannst du nicht den haben wollen? Oder die Top 10 der effektivsten Betreffzeilen, die in über 1 Milliarde E-Mails jemals über Clicktip verschickt worden sind. Extrem interessant und der Mario ist der Einzige, der diese Daten hat. Und da siehst du halt, das sind Beispiele für wirklich unwiderstehliche Geschenke. Und ich muss halt immer überlegen, was ist in meinem Markt so unwiderstehlich, dass es leichter ist, und jetzt kommt es, dass es leichter ist, es herunterzuladen, als es nicht herunterzuladen. So wirst du auch eine Verkaufsseite machen. Es muss leichter sein, sie zu lesen, als sie nicht zu lesen. So wirst du alles aufbauen, was du machst. Dann das nächste ist ziemlich simpel. Und offensichtlich, schaffe Kommunikationsbrücken, hol dir irgendwie natürlich die Daten. Ich meine, hol dir die E-Mail-Adresse, hol dir die Nummer, damit du sie anrufen kannst, hol dir die Versandadresse, wie auch immer du es machst. Und das geht wirklich, also es geht so simpel heutzutage mit Tools. Und hier siehst du auch, warum ich wirklich, ohne dass ich irgendwie mit viel Technik auskomme, die Sachen hinkriege. Ich habe ein paar Leute, die programmieren mir die Sachen auch. Wenn ich was Komplexeres brauche, natürlich, das sind Freelancer, auf die greife ich halt zurück. Aber hier siehst du halt, wie schnell das heutzutage eigentlich geht. Okay, und ich zeige jetzt mal hier, wie ich so eine Seite wirklich blitzschnell in wenigen Sekunden zusammenbauen kann. Ich bin hier in diesem Tool eingeloggt und was ich einfach mache, ist, dass ich jetzt hier einfach eine Seite auswählen kann. Die nennen die Lead-Seiten, das heißt, hier klicke ich jetzt einfach auf Vorlage auswählen. Das ist wirklich nur ein einziger Klick, sonst mache ich hier gar nichts. Ich klicke jetzt einfach drauf
Und die Seite steht schon, ist wirklich faszinierend. Und zwar da ist die URL von mir, das heißt, das ist wirklich die URL, unter der das Ganze im Internet erreichbar ist. Ich kann auf Vorschau klicken, so sieht das Ganze bereits aus. Das heißt, ich habe hier bereits jetzt eine komplette Seite im Internet stehen mit vielleicht 2 oder 3 Klicks, was total irre ist. Ich muss dazu nicht irgendwie coden können oder so oder programmieren. Ich kann hier klicken auf Bearbeiten im Funnel Builder. Und was ich hier machen kann, ist, dass ich einfach die Texte editieren kann. Und das ist wirklich so einfach wie mit Word. Also man sieht hier zum Beispiel diesen Text. Ich klicke jetzt einfach auf das Zahnrad-Symbol und dann kann ich hier im Prinzip das Ganze sofort ändern. Und schreibe hier zum Beispiel rein Hallo Welt oder so. Einfach nochmal als Test. Hallo Welt. Klicke dann auf Fertig. Ich speichere das Ganze ab und das war's wieder. Klicke nochmal auf Vorschau und jetzt ist es schon geändert. Hallo Welt. Und so schnell kann man wirklich so eine Seite innerhalb von teilweise 10 Sekunden zusammenklicken. Ist wirklich irre, wie schnell und einfach das geht, wenn man nur weiß, wie. Ja. Und falls du übrigens diese einzelnen Videos haben willst, diese Demo-Videos, die kriegst du auch, wenn du deine E-Mail-Adresse in das SMS schickst und du merkst schon, was ich mache automatisch. Ich mache automatisch wieder unwiderstehliche Geschenke, weil ich mir denke, das sind Sachen, die einfach viel wert sind, wenn du das jemandem anbietest. Dann als Nächste mache ein unwiderstehliches Angebot. Gleich direkt, nachdem sich jemand bei dir angemeldet hat, das sehe ich auf so vielen Webseiten, da lässt du so viel Geld auf dem Tisch liegen, biete denen irgendetwas an. Es gibt eine bestimmte Prozentzahl an Leuten, die werden von dir immer kaufen, allein schon nur deshalb, weil du etwas anbietest. Das sind einfach Käufer, die kaufen Online-Sachen. Du musst einfach nur, sobald die E-Mail-Adresse angegeben haben oder die Daten, sofort ein Angebot machen. Es muss nicht mal irgendwas Physisches sein, es kann ja auch ein digitales Produkt sein, aber irgendetwas, damit du gleich Geld reinbekommst. Und hier ein paar Tipps von mir, um wirklich hochwertige Verkaufsseiten zu schreiben. Oder ein wirklich starker Tipp, damit wir es ein bisschen abkürzen. Ein wirklich starker Tipp von mir, den ich von einem meiner Mentoren kennengelernt habe, M. Peng, der sehr, sehr viel Geld mit digitalen Produkten gemacht hat, ist, wenn du die Probleme von Menschen besser beschreiben kannst, als sie es selbst können, nehmen sie automatisch an, dass du die Lösung für das Problem hast. Das war für mich ein mega Insight damals. Stell dir vor, du gehst zum Arzt und du hast Rückenschmerzen und du sagst, Herr Doktor, ich habe Rückenschmerzen. Und der Arzt sieht dich an und sagt, nee, verstehe ich jetzt gar nicht. Nee, also komisch. Ach, komisch, dass da weh tut. Nimmst du an, der kann dir helfen? Nee, du denkst automatisch, der kann mir nicht helfen. Stell dir vor, du gehst zum Arzt und du sagst, Herr Doktor, ich habe Rückenschmerzen. Und er sagt, Abo zieht's hier, oder? Und du so, ja. Und er so, okay, passt, ich verschreibe dir was. Nimmst du an, dass er dir helfen kann? Wahrscheinlich. Er ist irgendwie Arzt, er weiß, wo es weh tut. Wahrscheinlich kann er dir helfen. Jetzt stell dir aber vor, du gehst zum Arzt, sagst, Herr Doktor, ich habe Rückenschmerzen. Und er sagt, okay, es zieht hier, oder? Und du, ja. Und dann sagt er, wenn du den linken Arm hebst, zieht es in deiner rechten Schulter ganz leicht hinten, oder? Und du so, ja, ja, genau das ist es. Nimmst du jetzt an, dass er die Lösung für deine Probleme hat? Ja, klar, weil er konnte sie besser beschreiben, als du es selbst konntest. Und deshalb, was ich immer wieder mache, und wenn du das jemals aufhörst als Unternehmer, dann hast du von Anfang an verloren, dass ich regelmäßig meine Kunden treffe oder mit denen telefoniere oder mit denen rede, einfach nur, um sie besser und besser zu verstehen. Das ist eines der wichtigsten Aktivitäten, denke ich, die du jemals als Unternehmer machen kannst. Deshalb, du siehst das hier, ich habe hier zum Beispiel einmal für eine YouTube-Videoserie, da habe ich einfach Kunden zu mir nach Hause eingeladen, einfach irgendwie alle möglichen Männer, die halt irgendwann was von mir gekauft hatten, habe die eingeladen, habe ihnen gesagt, überleg dir deine 10 brennendsten Fragen. Ich meine, das an sich ist schon deshalb so brillant, weil das ist deine Zielgruppe, die dir die 10 brennendsten Fragen sagt, mit denen du YouTube-Videos erstellst. Du kannst dich vorher vorbereiten, die besten Inhalte präsentieren und jetzt hast du von deinen 15 Top-Kunden die 10 brennendsten Fragen, sind 150 Videos, die du in ein paar Wochen abgedreht hast, die du über ein Jahr lang auf YouTube posten kannst. Ich habe seit eineinhalb Jahre keine Videos mehr im Dating-Bereich gemacht und du weißt automatisch, dass es interessant ist, weil du hast die Themen ja selbst nicht ausgedacht. Du hast einfach die Zielgruppe gefragt, was sie haben wollen. Das heißt, du merkst, es sind immer wieder dieselben Prinzipien hier. Und hier siehst du ein kurzes Video, nur damit du siehst, wie ich das mache. Okay, und ich muss gerade schauen, ob ich dieses Q&A-Ding drin habe. Okay, hier. Schau mal, ob das... Ah, da war's, okay. Ja, genau, das war's. Ah, es dauert immer ein bisschen. Das war nichts anderes als bei mir zu Hause, wirklich im Wohnzimmer. Ich habe einfach eine Kamera hingestellt, ich habe einen Stuhl hingestellt. Ein paar davon sind gute Freunde von mir geworden. Und ich habe nichts anderes gemacht, als eben das, was ich jetzt gerade sage. Habe einfach die Fragen beantwortet. Und das ist halt wirklich stark, um Inhalte zu machen, von denen du weißt, dass es einfach Leute interessiert. Das nächste ist, erstell ein Produkt, das sich von selbst verkauft. Das ist so wichtig. Du wirst immer ein Produkt erstellen,
von dem, bei dem du eigentlich nichts damit zu tun hast mit der Erstellung. Du willst immer was machen, wo du zuerst deine Kunden fragst. Die ganzen Top-Unternehmer, ich bin bei manchen bei E-Mail-Listen eingetragen und ich sehe das heute noch bei bekannten Online-Marketern, wenn die ein Produkt erstellen, die denken sich nicht aus, was ich jetzt erstelle und was die Leute mögen könnten, denn du kannst in einer Fantasie niemals ausdenken, was die Leute überhaupt haben wollen. Was du machst, ist, du schickst eine Umfrage aus. Ich würde nie wieder ein Produkt erstellen, ohne eine Umfrage auszuschicken. Und wenn mir das jemand gesagt hätte, hätte ich mir viele Jahre erspart, weil ich lange Zeit leider das gemacht habe, von dem ich dachte, dass es die Leute haben wollen. Und was ich jetzt mache, ist, ich schicke einfach eine Umfrage aus. Und die Umfrage sagt zum Beispiel, oder in der Umfrage steht, was ist dein größtes Ziel im Umgang mit XY? Meinetwegen im Umgang mit Frauen jetzt bei uns. Was sind deine drei größten Ängste im Umgang mit Frauen? Oder eben in deinem Bereich. Ich meine, stell dir vor, du bist jetzt Chirurg irgendwie und du machst da Nasenoperationen. Ich meine, dann willst du wissen, was die drei größten Ängste sind von deinen Kunden in dem Bereich. Das ist irre wertvolles Material. Die Frage ist immer offen, weil ich will den Leuten keine Antworten in den Mund legen. Guter Punkt. Was ich zum Beispiel dann noch immer mache, eine Frage, die für mich wirklich viel geändert hat, die fand ich so stark. Woran merkst du, dass deine größte Angst eintritt? An welchem externen Event? Weil jemand könnte ja zum Beispiel zu dir sagen, ich hätte Angst, dass etwas schief läuft bei einer OP oder so. Aber wenn du sagst, an welchem externen Event, dann sagt die vielleicht, meine Nase sieht fürchterlich aus und alle meine Freunde lachen mich aus und sagen, wie hässlich ich bin. Das ist das, was du haben willst. Weil dann weißt du, mit was du verkaufen kannst, so dass es Leute motiviert, weil das ist das, was sie interessiert. Dann könnte ich auf einer Verkaufsseite sagen, eine Erfahrung von einer Frau, deren OP schiefgelaufen ist und die fürchterlich aussah und die alle ihre Freunde ausgelacht haben. Und dann könntest du halt sagen, was sie falsch gemacht hat bei der Wahl ihres Arztes, meinetwegen. Das heißt, du hast hier eine Menge Material, mit dem du arbeiten kannst. Und so schreiben sich auch die Verkaufsseiten und alles wie von selbst. Übrigens, ein Trick, um geniale Verkaufsseiten zu schreiben, der wirklich sehr stark ist, um 3 bis 10 Mal bessere Verkaufsseiten zu schreiben, wirklich in einer Stunde. Also länger brauchst du da nicht. Das ist genial. Ich bin jemand, der nimmt sich immer sehr, sehr viel Zeit mit Verkaufsseiten, weil ich hier sehr perfektionistisch veranlagt bin. Aber eine Sache, die du machen kannst, macht auch niemand im Netz. Also jeder einzelne dieser Tipps macht dir wirklich so viel Geld. Das ist, dass du einfach eine Konversation nimmst, die du mit einem Kunden hast, wo du ein Verkaufsgespräch nimmst und das Ganze einfach, du fragst den Kunden natürlich um Erlaubnis, aber du nimmst das auf und schreibst das nieder. Weil das Problem ist, die meisten Leute, wenn sie anfangen, wollen online etwas zu verkaufen, kommen jetzt in einen komplett anderen Modus und sagen Dinge, die einfach nicht funktionieren. Aber wenn du gegenüber von dem Kunden sitzt, dann siehst du seine Reaktion, seine Mimik, seine Gestik, du siehst all diese Dinge und du redest automatisch komplett anders. Und wenn du nur das nimmst, und das haben sie, das kenne ich von einer Marketingstudie, von einem Riesen, ich weiß nicht mal, was es war, ich glaube Ford oder sowas war das in den 70er Jahren, die das gemacht haben, die haben ihren besten Verkäufer genommen, haben einfach das, was er zu seinen Kunden sagt, aufgeschrieben. Und das war eine der erfolgreichsten Marketingkampagnen bei denen aller Zeiten. Also schreib das einfach nieder, versuch das auf die Website zu stellen und wenn du das machst, wirst du sehen, wie das komplett explodiert. Also das bläst jede Verkaufsseite weg, die du jemals selbst geschrieben hast oder noch schlimmer, die Mitarbeiter geschrieben hat, der sich nicht mal auskannte mit den Sachen. Ganz, ganz stark. Ein paar Punkte zum Abschluss noch. Verkaufe mehr passende Produkte. Ich meine, das liegt so auf der Hand, aber trotzdem macht es fast niemand. Wie oft hast du im Internet eine Website, wo nachdem du was gekauft hast, einfach kein passendes oder anderes Produkt vorgeschlagen wird? Ich meine, Amazon macht es, jeder gute Online-Marketer macht es. Überleg dir, hast du, wenn jemand bei dir etwas kauft, bietest du ihm einfach etwas anderes an? Ich meine, das sind solche Basics, aber ich sehe es auf so gut wie keiner einzigen Webseite. Und es ist egal, was es ist. Es kann ein Produkt sein, das zum Beispiel das Ganze ergänzt. Das mache ich sehr, sehr gerne. Das heißt, du willst nicht ein Produkt haben, wo der Kunde das Gefühl hat, dass das erste Produkt, was ich gekauft habe, nicht funktioniert. Wenn ich zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, ich verkaufe eine Abnehmlösung, dann will ich nicht als zweiten Verkauf so etwas haben, wie du richtig abnimmst. Denn dann habe ich das Gefühl, hey, das erste, was ich gekauft habe, ist dann irgendwie Müll, oder? Aber wenn ich zum Beispiel was verkaufe mit, wie kann ich einen hartes Sixpack kriegen, könnte das nächste Produkt etwas sein, das ähnlich ist, das ergänzt, zum Beispiel die perfekte Ernährung oder sowas. Dann hat er das Gefühl, okay, das mit dem Sixpack, das habe ich jetzt, aber die perfekte Ernährung, das brauche ich noch. Was noch sehr gut funktioniert, ist, wenn du Geschwindigkeit verkaufst. Das heißt, du verkaufst etwas und sagst, hey, damit kriegst du das Resultat aber 5 bis 10 Mal schneller. Oder wir machen es für dich. Das funktioniert auch sehr gut. Und das Einfachste, was du verkaufen kannst, wenn du sagst, okay, da fällt mir auch nichts ein, dann mach einfach irgendein Premium-Produkt, irgendeine Premium-Version von deinem Produkt. Es gibt einen Prozentsatz von Menschen, die prinzipiell die Sachen kaufen, nur weil sie Premium sind. Die haben das Geld und kaufen es, sobald da Gold draufsteht oder Platin oder was weiß ich was. Und du kannst aus allem ein Premium-Produkt machen. Es ist egal. Aber alleine schon dadurch, dass du es hast, erstens wirkt dein Hauptprodukt günstiger und zweitens hast du immer einen Prozentsatz von Leuten, die einfach Premium nehmen, wegen was auch immer. Also bau das einfach ein und du wirst sehen, das macht dir auf jeden Fall Geld. Das nächste, sind wir eh schon ziemlich am Ende.
bleib in Kontakt, um mehr zu verkaufen. Ich meine, das ist die Quintessenz von Clicktip. Wer hier von den Unternehmern, mal Hände nach oben, alle Unternehmer jetzt, wer hier bleibt regelmäßig in Kontakt, die Hände oben lassen, wer regelmäßig Follow-ups weiterschickt an seine Kunden, nachdem sie sich irgendwo eingetragen haben. Wer macht das häufiger als 7 Mal? Hände oben lassen, wer es häufiger als 7 Mal macht. Häufiger als 10 Mal? Ja, krass. Also wirklich krass. Es sind nur ein paar, von denen ich weiß, dass sie sehr, sehr erfolgreich sind. Hier vorne die, zwei von den Speakern. Und es ist wirklich krass, wie viel Geld du da liegen lässt. Einfach nur, weil du regelmäßig im Kopf von den Kunden bleibst. Und wenn du nicht weißt, was du schreiben sollst zu denen oder was du ihnen sagen sollst. Ich habe mal diese Marketingstudie gelesen aus den USA, wo sie nichts anderes gemacht haben, als eine E-Mail-Kampagne aufzusetzen, ernsthaft jetzt, mit einfach 20 oder 30 E-Mails. Und alle 3 Wochen ging einfach eine E-Mail raus und da stand nichts anderes drin. Hey, hast du noch immer dieses Problem? Hey, hast du noch immer dieses Problem? Und sogar das hat mehr Geld gemacht, als einfach gar nicht zu kommunizieren. Es geht nicht darum, dass der Kunde jetzt sofort kauft. Es geht nur darum, dass du wirklich immer im Kopf von dem Kunden bist. Und was ich dir jetzt zeigen möchte, das ist ein Screenshot aus unserem Clicktip-Account, wie es jahrelang aufgesetzt war. Und das ist so Idioten einfach. Und ich weiß, es gibt 100.000 effektivere Sachen und wir arbeiten auch an ein paar Sachen. Aber so war es wirklich so lange aufgesetzt und es zeigt dir, wie simpel das eigentlich sein kann. So, und zwar das, das sieht man jetzt noch nicht in Details. Wie gesagt, das kriegst du auch, wenn du eine, mit deiner E-Mail-Adresse eine SMS schickst. Das kriegst du auch, wenn du eine SMS mit deiner E-Mail-Adresse als Text an diese Telefonnummer schickst, mit allen anderen Grafiken. Das ist nichts anderes, als dass wir das so gemacht haben. Ich zeige das mal anhand von einem Flipchart, damit du siehst, wie einfach es wirklich ist. Also das habe ich sogar noch selbst zusammengebracht. Und zwar, wir haben nichts anderes gemacht, als ich habe mir überlegt, wie kann ich einfach regelmäßig mit den Leuten kommunizieren im Datingbereich. Der meldet sich jetzt an für meinen Newsletter. Also was tue ich jetzt? Also dachte ich mir, okay, schick ihm mal ein Video. Das heißt, ich schicke ihm eine E-Mail mit einem Video drin. Und das Video hat einfach nur hochwertige Inhalte, sonst gar nichts. Dann habe ich mir überlegt, okay, wie soll ich mich bitte 3 Tage später bei dem melden? Ich meine, ich kann ihm nicht dauernd sagen, kauf mein Produkt, kauf mein Produkt, kauf mein Produkt. Ich meine, damit kriegst du nur Leute, die sich abmelden, du machst sie nicht zu Fans und du bleibst auch nicht wirklich gut in Erinnerung. Also habe ich nichts anderes gemacht, als halt noch eine E-Mail zu verschicken, wo ich wieder Value gegeben habe. Also ich habe immer einen Tipp gegeben, der wirklich gut ist und am Ende nur ganz leicht gesagt, wenn du mehr darüber erfahren willst, dann kauf dieses Produkt. Und es war wirklich nichts anderes. Und so haben wir es aufgebaut und dann habe ich einfach 30 solcher E-Mails einfach in Reihe geschalten. Und das hat jahrelang brillant funktioniert, weil ich habe den Leuten immer geholfen, die haben sich immer gefreut, wenn sie was von mir gelesen haben. Und zum Schluss habe ich immer gesagt, okay, wenn du mehr darüber lernen willst, dann kauf dieses Produkt von mir. Und als ich dann mehr Produkte hatte, ich hatte dann irgendwann vielleicht 7 Produkte, dann 8 Produkte, dann 9 Produkte, dann habe ich halt durchrotiert. Dann habe ich halt hier meinetwegen Produkt 1 beworben, dann hier Produkt 2, dann hier Produkt 3. Und was ich immer gemacht habe, ist, dass ich den besten Inhalt, und jetzt kommt, das war ganz, ganz stark, den besten Inhalt aus dem Produkt zu nehmen, oder die besten Inhalte, und dann sagen, das ist ein Teil von dem, was du kriegst, wenn du das volle Produkt bei mir kaufst. Das ist ganz stark. Denn damit hat er durch deine Gratisinhalte die Erfahrung und das Erlebnis von dem Produkt, das er kauft, ohne dass er es kauft. Das war ein ganz, ganz großer Step für mich. Dann, um das Ganze abzuschließen, der letzte Schritt, und das ist etwas, das ich ehrlich gesagt so gut wie nie gemacht habe, weil es einfach Zeit in Anspruch nimmt und ich sehr, sehr auf digitale Produkte konzentriert war. Das war einfach Verkauf, Coachings, dann kannst du Seminare machen, Live-Events, Workshops machen. Es gibt so viele Leute, die so viel Geld damit machen. Es ist halt viel Aufwand, aber das macht ebenfalls eine Menge Geld. Einfach dieser Premium-Bereich. Das Wertvollste in einem Unternehmen bist du selbst. Wenn du irgendwas hast, verkauf einfach ein Coaching mit dir. Mach einen hohen Preis. Es geht nicht darum, dass du es verkaufst. Also am Anfang, als ich ein Coaching verkauft habe, da war ich mir nicht sicher, ja, um 1.000 Euro soll ich so ein Coaching verkaufen, dann habe ich es gemacht. Dann habe ich eins um 5.000 verkauft. Dann habe ich eins um 10.000 verkauft. Dann sind wir immer teurer geworden und es ist immer jemand dabei, der das Coaching nimmt und es geht ja nicht darum, dass du es krampfhaft verkaufen willst, du bietest es einfach nur an, wenn jemand von dir lernen will, soll er es machen, läuft doch und ansonsten eben nicht, aber ein paar Leute, die schätzen dich, das sind deine besten Kunden und die kaufen einfach immer bei dir ein Coaching, einfach nur, weil du es anbietest oder eben ein Seminar oder ein Event oder ein Workshop, aber das nicht zu haben, das ist wirklich eine Katastrophe, weil da lässt du ebenfalls eine Menge, Menge Geld liegen. Deswegen, der Mario ist für mich einer der brillantesten Unternehmer, die ich kenne, wirklich ein Top-Unternehmer und was er macht ist, dass du mit Clicktip, die Hammer-Software ist, ich meine, es gibt keine bessere E-Mail Marketing-Software für mich. Was macht er hier? Hier macht er auch ein Event. Ich meine, mach Events, bring den Leuten was bei, biet ihnen Mehrwert. Das ist der Hammer. Er ist nicht irgendwie einfach nur eine Software, sondern er bringt den Leuten wirklich sinnvolle Dinge bei, die wirklich auch sein Unternehmen steigern und das ist das, was du ebenfalls auch machen solltest. Dann, das Letzte, was ich hier sagen möchte, ist, ich meine, wenn das steht, dann tust du nichts anderes, als ständig
zu lernen, eine Hypothese zu fassen, ich denke, das macht Geld, und das zu testen. Und im Endeffekt, was ich möchte, ist, dass du nur sagst, okay, ich muss nicht alles von dem verwenden, was ich gerade gemacht habe, aber lernen heißt Verhaltensänderung. Wenn du etwas hörst, dann hast du das theoretische Konzept im Kopf. Dann war das völlige Zeitverschwendung, die letzte Stunde, was wir da miteinander diskutiert haben, weil du nichts davon angewendet hast. Das heißt, lernen heißt Verhaltensänderung. Wenn du nur eine dieser Sachen machst und dir das Geld bringt, dann hast du es wirklich gelernt. Also such dir nur eine Sache aus, wo du sagst, hey, das ist es. Und wenn du siehst, dass es Geld macht, dann bist du so motiviert innerlich, dass du auch das zweite machen wirst und das dritte machen wirst. Und auch wenn es so basic klingt, das sind die Sachen, die dir Geld machen. Und irgendwann kommst du dann zu dem Punkt, und das ist der Abschlusstipp, den ich hier noch mitgeben möchte, wenn du dein Unternehmen wirklich skalieren willst, das ist etwas, bei dem ich überhaupt nicht verstehe, dass es die meisten Unternehmer nicht machen, wenn du ein Unternehmen oder egal was du aufbaust, skalieren willst, dann ist die erste Kennzahl, die du haben musst, dein CLV. Das war genau das, was der Mario vorher angesprochen hat. Wie viel ist ein Kunde bei mir im Unternehmen in seinem gesamten Leben eigentlich wert? Die meisten Unternehmer wissen das nicht einmal. Ja, wenn du nicht weißt, was ein Kunde wert ist, woher willst du wissen, wie viel ich ausgeben kann, um den Kunden in mein Unternehmen zu kriegen? Aber wenn du nur diese eine Kennzahl hast und dir überlegst, okay, was war der gesamte Umsatz, den wir jemals gemacht haben in unserem Business? Wie viele Kunden haben wir gehabt? Und dann dividierst du es halt. Ich meine, das ist jetzt nicht die Kunst. Dann sagst du, okay, wie viel Gewinn hat da rausgeschaut? Und dann überlegst du dir, was passiert, wenn ich das Geld einfach in Werbung stecke? Und wenn dieser Betrag kleiner ist, dann hast du was, was du hochskalieren kannst und machst Millionen, Millionen von Euros. Ich meine, komplizierter als das ist es nicht. Okay, das war's. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Danke.